Ja, herzlich willkommen, Peter Packholt, bei uns bei Radio Dresden im Video-Interview. Trainer, fangen wir zunächst mal an. Nervt Sie genauso das Wetter wie uns alle, dieser Winter? Sie sind nun Österreicher, Wintersportnation, aber wir haben langsam wirklich alle die Nase voll. Sie auch? Ja, selbstverständlich. Vor allem mir geht es einfach um das, obwohl also ich den Winter liebe, aber mir geht es einfach vor allem um das, dass wir keine guten Trainingsmöglichkeiten im Moment haben. Und das schon eigentlich schon seit Wochen. Und dadurch geht auch natürlich das ein bisschen auf die Stimmung jedes einzelnen Menschen. Also das hat nicht nur jetzt mit einem Privaten oder mit einem Sportler zu tun. Aber wir sind auch noch für sich ja schon gewohnt, um diese Zeit eventuell mit einer kurzen Hose zu trainieren und ein bisschen luftiger mit der Kleidung umzugehen. Aber jetzt im Moment ist es einfach schon nervlich und macht keinen Spaß, keinen richtigen. Muss man wirklich klipp und klar sagen, bei solchen Trainingsbedingungen, wie wir momentan vorfinden, auch trainieren zu müssen. Hm. Montag die Niederlage gegen den ersten FC Köln. Ich gebe es zu, ich habe nach dem Spiel auch ein bisschen gebraucht, habe erstmal eine Frustschokolade gegessen. Wie fahren Sie sich runter? Was machen Sie, um so eine Niederlage zu verarbeiten? Es ist einfach bei mir das Gute immer, dass ich doch Freunde um mich habe, die was jetzt nicht immer über Fußball reden nach so einem Spiel. Das sitzt man einfach zusammen. Also ich bin auch einer, der was auch unter die Menge geht, auch unter die Fans geht und setzt mich um und zum Beispiel in den Raum auf. Und mich kann jeder ansprechen und ein Foto machen. Und da wäre ich ein bisschen abgelenkt von denen, weil innerlich brüllt das natürlich gewaltig. Und das ist nicht nur bei einer Niederlage, auch bei einem Sieg. Ich bin auch bei einem Sieg nicht einer, der was jetzt großartig freudestrahlend um und rennt. Aber da wäre ich doch ein bisschen abgelenkt. Der Frust kommt dann, wenn ich allein bin, wenn ich dann im Hotelzimmer sitze und dann über das Ganze denke, aber solange das wer um hier ist, wo man über andere Dinge redet, geht das schon halbwegs. Sie mögen den Menschenschlag hier. Auch die Fans, die im Trainingslager in der Türkei mit waren, haben gesagt, Mensch, was für ein freundlicher Trainer der Peter Packholt ist. Sie mögen die Sachsen irgendwie, oder? Ja, selbstverständlich. Es ist natürlich von mir, kennt man auch ein bisschen ein anderes Bild, das ist ganz klar. Das ist meistens immer dann, wenn man vielleicht eingeblendet wird, wenn man gerade was reinschreit, dann schaut das immer aus wie hoppala, was ist das für ein Choleriker? Oder wenn ich bei einem Interview halt dann doch eine andere Meinung habe und diese andere Meinung halt dann ein bisschen schärfer halt rüberbringe, dann gilt man eigentlich immer wieder als nicht so sympathischer Mensch. Aber bei mir ist es ganz normal wie bei allen anderen. Ich setze mich gern, so wie es im Trainingslager zum Beispiel war, sehr gern mit den Fans zusammen reden über das und über gewisse Dinge. Und das muss nicht nur immer über Fußball sein, aber das ist, da hat man halt zwei Gesichter von mir. Hm. Wie sehr hat Ihnen dieser Ausfall von Michael Potet auf die Seele geschlagen? Diese Verletzung, die ja nun möglicherweise bis zum Saisonende andauern wird? Ja, sehr natürlich, weil er nicht nur jetzt, ist sicher jetzt nicht nur Sportler oder als wichtiger Bestandteil der Mannschaft, sondern auch als Mensch. Erstens Firma, eine Riesentragödie, aber ich sehe ihn als Mensch einfach, weil er eine Persönlichkeit ist. Man merkt einfach, der kommt zum Training, der trainiert gut, der hat eine Ausstrahlung, der reißt auch die Mannschaft ein bisschen mit. Man sieht auch, dass die Mannschaft dann einen gesunden Respekt, sage ich einmal, vor ihm hat, dass er wirklich eine Persönlichkeit ist. Und dadurch war diese Diagnose, was ich dann erfahren habe, natürlich für mich niederschmetternd, weil ich natürlich zu ihm natürlich Alternativen habe, die mit ihm harmonieren können. Aber jetzt ohne ihn wird es natürlich für uns natürlich nicht einfacher. Jetzt fragen sich die Fans natürlich, was nun? War es irgendwann mal ein Thema, ein Spieler, der bei einem Verein unter Vertrag steht, den kann man aktuell nicht verpflichten, einen vertragslosen Stürmer jetzt zu holen? Kann man nicht. Man kann auch nicht jetzt keinen Vertragslosen. Das geht nur bis 31.01. Das kann man in der Hinrunde machen, aber nicht in der Rückrunde. Soweit ich informiert bin, kann man nur bis 31.01. Spieler, die was auch vertragslos sind, verpflichten. Okay, dann gehen wir sie mal kurz durch. Dmitri Chlebosolov, ein Neuzugang. Der Russe, der hat bis jetzt noch keine große Rolle gespielt in der zweiten Bundesliga. Was ist mit ihm? Kommt er jetzt mehr zum Zuge? Wie hat er sich entwickelt? Für ihn ist es ja auch nicht ganz einfach. Keiner spricht die russische Sprache in der Mannschaft groß. Nein, nicht ganz. Er hat Gott sei Dank doch mit Pavel Fort und mit Trojan doch, die was ein bisschen übersetzen können und wo es ein bisschen sprachlich. Ich muss auch sagen, er ist auch sehr fleißig in der Sprache. Also ich bin überrascht, wie viele Wörter das eigentlich schon kann in Deutsch. Er kümmert sich auch um das, aber es war bei ihm einfach das Problem, natürlich erst sehr kurzfristig erst zum Training dazugestoßen in der Türkei. Dieses Anpassen und dieses Ganze war nicht einfach. Dann hat er sich leider zweimal verletzt und ist eigentlich, kann man erst sagen, seit ca. 14 Tagen eigentlich richtig voll im Training. Aber ich gehe schon davon aus, dass er sicher das eine oder andere Spiel schon für uns machen wird.
Weil einige Zeitungen schreiben heute eine Einsatzchance von 0,01%, die ist ein bisschen höher. Ja gut, was Zeitungen schreiben, das ist oft, wir wissen ja auch gestern von einer großen Tageszeitung, Boulevardzeitung, was die für einen Schmarrn geschrieben haben, was nicht stimmt, und das ist doppelt so bitter, wenn nichts dran ist an so einer Geschichte. Und genauso ist dann, wenn man dann sieht, dass auch gewisse Zeitungen eine Umfrage gemacht haben, soll ich Bote spielen oder soll ich nicht spielen, und dann Verletzter sind im drauf folgenden Spiel. Und das ist natürlich dann, da frage ich mich dann, wo beginnt ein fairer Journalismus, wo hört er auf? Und wenn man jetzt sagt 0,001, naja, gut. Was war denn nun mit Lionel Kitambala? Das waren einfach ein Leistungsthema, also dass man gesagt hat, wir haben hier auch eine Möglichkeit zu rotieren. Ja, ich sage auch so, wir haben dementsprechend einen Kader. Es ist auch so gewesen, dass schon der eine oder andere Spieler jetzt schon im Kader war und einmal nicht im Kader war. Und es ist auch so, dass ich auch in diesem Spiel Gedanken gehabt habe, was können wir da verändern. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ich meine, ich hätte es wieder machen, muss ich auch dazu sagen. Aber nur, wenn dann immer dann so Besserwisser kommen und hätten das und das, mit denen kann man nichts auffangen, sondern man muss Entscheidungen treffen, für das bin ich auch da, und ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, das sieht man immer im Nachhinein. Nur diese Entscheidung, dass er am Montag nicht im Kader war, die hat es schon bei mir länger gegeben, denn ich sage auch immer wieder, man muss auch schauen, wenn Leute hinten dran sind und man merkt, die wollen unbedingt und sie geben alles, dass sie in die Mannschaft reinkommen wollen, dann muss man es auch die Chance einer geben. Tobias Müller ist einer der Spieler, die Sie gefördert haben, die Sie reingebracht haben, reingeschmissen haben. Der hat gegen Duisburg von Anbeginn gespielt. Zuletzt kam er immer als Joker rein. Wie sehen Sie seinen Leistungsstand? Reicht es da möglicherweise jetzt auch durch die Abwesenheit von Poté für die Anfangself, oder sagen Sie, nee, den wollen wir nicht verheizen? Na, bei ihm kommt der springende Punkt dazu, dass er noch in der Schule ist. Er kann ja gewisse Trainingseinheiten nicht mitmachen. Ist auch richtig, dass er seine Schule in Ruhe weitermacht, dass er auch sich vorbereitet auf seine diversen Prüfungen, und das ist für mich entscheidend. Und ob er jetzt da vielleicht zwei, dreimal nicht beim Training ist, ist jetzt nicht so wichtig, aber damit weiß ich auch, es wird nicht für 90 Minuten reichen, sondern ich denke mal, der Bursche hat ein sehr gutes Potenzial. Man muss ihn aber in Ruhe aufbauen, man muss ihn auch sich entwickeln lassen, eben mit diesem Doppelstress. Ich meine, das hat man ja bei Draxler gesehen, bei Schalke, der was auch nicht immer alles gespielt hat. Jetzt ist die Schule fertig, jetzt geht das schon ein bisschen leichter bei ihm. Und so wird es auch beim Tobi sein, dass wir da in Ruhe mit ihm arbeiten. Haben Sie sich schon festgelegt, wer die Kapitänsbinde bekommt bei Dynamo durch die Abwesenheit von Michael Poté? Ich muss sagen, das ist eine gute Frage, weil ich mich bis jetzt nicht einmal damit beschäftigt habe. Jetzt sehen Sie, wie viele Gedanken das mit mir um und umschwirren. Nur dieser Gedanke ist mir nicht einmal noch gekommen, aber gut, dass wir darauf hinweisen. Das Braunschweig-Spiel steht an. Die haben mit Kombela einen Stürmer, der trifft und der gut knipst. Das wird natürlich eine knifflige Aufgabe. An solchen Aufgaben kann man aber auch wachsen. Ja, selbstverständlich. Also es ist ja, an solche Gegnern kann man sich auch orientieren. Und dass diese Mannschaft für mich von der Kompaktheit her wahrscheinlich die stärkste Mannschaft ist in dieser Liga, ist für mich einfach zu erklären. Diese Mannschaft ist seit zwei, drei Jahren jetzt so wie sie jetzt spielt, zusammen. Also da hat es keine großartigen Veränderungen gegeben. Die sind mit dieser Aufstiegsmannschaft weitergegangen, haben das alles verfeinert. Und man sieht auch, sie bekommen sehr wenig Tore, kommen aber immer wieder zu Chancen. Sie haben zwar jetzt einmal zwischendurch jetzt kurz geschwächelt und hätten auch vielleicht gegen Kaiserslautern beinahe noch einmal eine Niederlage erleiden können, aber nichtsdestotrotz heute die Mannschaft für sehr, sehr stabil, und es wird ein hartes Stück Arbeit, um dort was mitzunehmen. Aber ich gehe in jedes Spiel hinein, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten, und das werden wir auch am Donnerstag auch wieder versuchen. 8 Spiele stehen noch an, Dynamo aktuell auf Platz 16, 2 Punkte Rückstand auf den VfL Bochum, aber trotzdem, planen Sie nur bis zum 19. Mai, oder ist das Thema Relegation schon in Ihrem Kopf? Nein, also unser Ziel ist schon, über den Strich zu kommen. Also Relegation aktuell noch kein Thema bei Ihnen? Ja, ich kann mich nicht jetzt 8 Spiele für den Spieltag schon mit einem Relegationsplatz beschäftigen. Nein, also man muss genau nach vorne schauen. Man muss schauen, wir haben Rückstand 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte auf die Vorderen. Und das ist, wenn wir, und das ist unser Hauptproblem, Tore machen. Und wenn wir Spiele gewinnen, ist auch das aufzuholen. Wie oft schauen Sie sich die Tabelle eigentlich an, oder sagen Sie, die lassen wir mal schön außen vor? Macht ja jeder Trainer anders. Die Tabelle weiß man nach jedem Spieltag, und damit reicht's.
Wie sieht's aus? Ihr Vertrag läuft ja erst einmal bis zum Sommer, verlängert sich dann automatisch, wenn Dynamo die zweite Bundesliga hält. Sagen Sie auch, okay, erstmal nur die Planung bis zum 19. Mai und alles Weitere muss man dann sehen? Oder gibt es da auch jetzt schon Gespräche, Absprachen? Denn man muss ja auch über den Sommer hinaus planen. Natürlich, Steffen Menzi und ich haben uns schon seit 2 Wochen beschäftigen wir uns auch schon mit der Planung für die nächste Saison. Aber es ist natürlich für beide jetzt nicht einfach zum Planen, weil natürlich, wer weiß, keiner weiß, wo die Reise hingeht. Wenn es nach Oman geht, ist es natürlich umso erfreulicher, weil damit kannst du auch spielermäßig für mich handeln. Man weiß aber jetzt, dass jetzt die Zeit anfängt, wo die Manager die Spieler anbieten, wo natürlich auch schon die ersten Entscheidungen fallen. Und umso später, dass eine Entscheidung fällt, umso schwieriger wird es auch dann, die Spieler zu bekommen, die du gerne haben möchtest, weil die natürlich auch unruhig werden und sich auch dann irgendwo die Sicherheit holen. Aber wie gesagt, wir werden schauen, dass wir so schnell wie möglich für unsere Planung haben und dass wir auch dementsprechend handeln können. Anders gefragt, haben Sie die Sorge, dass Ihre Spieler jetzt teilweise schon angeboten werden? Weil viele Spieler haben ja nur Vertrag für die zweite Bundesliga. Ja, das kannst du nicht verhindern. Das ist ja hüben wie drüben dieselbe Situation, so wie andere Spieler, wo die Verträge ausrennen oder sogar wo Verträge noch laufen, werden natürlich angeboten und das kannst du auch nicht verhindern. Wie fällt denn Ihr Fazit nach 3 Monaten Dresden bislang aus? Fühlen Sie sich in Ihren Erwartungen bestätigt? Ja, privat fühle ich mich sehr wohl, gar keine Frage. Sportlich natürlich hätte ich mir schon ein bisschen mehr Punkte gewünscht, gar keine Frage. Aber ich denke, die Mannschaft hat einfach in gewissen Dingen sich erst neu umstellen müssen auf eine neue Situation, neuer Trainer, der was natürlich was anderes fordert. Und das ist einfach nicht von heute auf morgen gegangen. Das dauert eine gewisse Zeit, das ist einmal ein Prozess. Aber wie gesagt, die Mannschaft zieht toll mit, die sie jeden Tag beim Training. Also nur natürlich auch für die Spieler ist es schon langsam frustrierend, weil wir oft am selben Tag nicht einmal noch wissen, wo können wir trainieren, wo können wir auswandern und das ist natürlich auch nicht für die Spieler nicht einfach, auch wenn man sagt, ja, das sind Profis und verdienen auch Geld, aber es wäre dasselbe, wenn hier da in dem großen Haus jeder Mitarbeiter reinkommt und weiß nicht, wo er heute sitzt, in welchem Büro. Also wird es ihm nach einer Zeit auch irgendwo am Geist geht, dass er nicht weiß, in welches Büro dass er heute reingehen muss. Man sollte das auch einmal so verstehen. Aber wie gesagt, die Mannschaft arbeitet gut und dementsprechend werden wir auch da von den Strich wegkommen. Sprechen Sie jetzt eigentlich so Hochdeutsch, Österreichisch oder würde ich Sie dann gar nicht verstehen, wenn Sie in den Dialekt verfallen? Den kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich habe mich schon angewohnt, ein bisschen anders zum Reden, weil es einfach gar nicht mehr möglich ist. Ich meine, ich bin doch, wenn man die Fußballkarriere mitnimmt, seit 1986 eigentlich weg von Wien und das ist schon sehr lang. Und da verlierst du natürlich, so wie wir immer sagen, den Slang. Und man redet dann schon ganz anders. Ich sehe das bei meinen Kollegen, bei Ralf Hasenhüttl, beim Trainer von allen, der redet ja komplett Hochdeutsch nicht mehr, der kann glaube ich gar nicht mehr steirisch. Aber bei mir ist es wenigstens noch so, dass man merkt, dass ich nicht unbedingt der Deutscher bin. Aber Trainer, es gibt so ein paar Sachen, die Sie durchaus vermissen Sachen, die Sie aus Ihrer Heimat kennen. Ich habe gehört, Gebäck ist etwas, die Semmeln, da muss es ganz spezielle Semmeln in Wien geben und die Wurst. Die Wurst muss ganz was Spezielles sein. Hängt das auch damit zusammen, wenn ich richtig gelesen habe, dass Sie mal Fleischer werden wollten? Das ist richtig. Wie ich 14 Jahre alt war, dann ist so angegangen, Berufswunsch. Und die haben Fleischhocker. Und ich kann nicht sagen, warum. Entweder hat mir das Schweindl so gut gefallen, wie es so ausgeht. Und bis mir irgendwer dann gesagt hat, nein, weil ich war damals noch, glaube ich, 1,60 Meter groß. Und dann hat er gesagt, und vielleicht 40 Kilo. Hat gesagt, nein, das wirst du nicht schaffen. Und dadurch bin ich auch von dem Beruf Fleischhocker weggekommen. Obwohl, ich glaube, ich hätte es auch gar nicht machen können. Weil so, erstens liebe ich Tiere und dann ist es vielleicht so ein Schweindl. Nein, schlachten, das kennt ich gar nicht. Aber natürlich, was man isst, vom Essen natürlich, fällt mir dieser Geschmack, was wir einfach haben. Also mir fällt mir Burenwurst, mir fällt mir Extrawurst, also bei euch heißt es Leon, aber wir haben natürlich andere Zutaten und dieses, ich muss mir das immer mitnehmen und das nehme ich mir immer mit, wenn ich nach Wien komme, dann nehme ich mir natürlich immer meinen Pferdeleberkäse mit, den was ich mir dann schön im Bockerer schön aufdauern, schön machen lasse. Das ist ja wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen, denen zuschauen. Gute Salzgurken dazu, gute scharfe Pfefferone und eine Cola, obwohl das dürfen die Spieler nicht hören. Und das fällt mir natürlich auch, unser Brot, aber das ist ganz normal. Andere Länder, andere Sitten, anderer Geschmack. Ja, durch die internationalen Spiele mit Rapid waren wir zum Beispiel in England, dort kannst du gar nichts essen, du das besser, du nimmst da alles mit. Es ist,
Und dadurch fällt mir halt dieser kulinarische Geschmack, fällt mir natürlich schon. Wenn ich an Österreich denke, denke ich auch an ein paar gute Köche. Können Sie selber kochen? Johann Lafer ist ja eigentlich einer der bekanntesten. Können Sie selbst? Selbstverständlich, eine Backelsuppe, da steht 8 Minuten drauf. 8 Minuten kochendes Wasser rein, umrühren und auf einer kleinen Flamme 5 Minuten. Das kann ich. Und dann kann ich auch Frankfurter kann ich mir auch machen, heißes Wasser. Weißwurst kann ich mir machen oder Dosen kann ich auch machen. Aber das selber. Hört sich nach Michelin-Stern an. Ja, rein, ich bin eh drei gleich. Nein, also ich bin so fürs Kochen genannt. Aber das, was ich sehr gut kann, muss ich sagen, kann ich den Zuschauern sagen, kalte Platten. Also alles, was so mit kalte Platten, so Bretteljausen, wie man es gewohnt ist und alles. Also da sagen viele oft, wenn sie das sehen, da isst man Alarm in Auge schon mit. Also das kann ich sehr, sehr gut. Wir haben noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Vielleicht können Sie uns die noch beantworten und dann kurz auch begründen, warum Sie sich so entscheiden. Fangen wir an. Leipzig oder Dresden? Das ist gemein. Das ist gemein. Beide sehr schöne Städte, muss ich wirklich sagen. Also an Leipzig, muss ich sagen, gefällt mir einfach rundherum sehen. Auch dieses Grün, also wenn du mitten in der Stadt lebst und bist, hast trotzdem 4, 5 so große Parks, das ist ja wirklich sensationell, das ist schon so, und dann rundherum dieses Sehen, das war schon toll. Dresden natürlich Faszination, muss ich sagen, diese Innenstadt hier und natürlich mit der Elbe und das Elbufer, wenn du da Mineral fährst, so wie ich damals schon gemacht habe, und bist natürlich aber auch gleich, sage ich, im Ländlichen, weil wenn ich da denke, Sächsische Schweiz, du kannst da schön um und um wandern oder um und um fahren, hat natürlich auch seinen Reiz. Also doch Dresden? Ich sag, das will ich natürlich. Für Dresden spricht der Stollen, okay. Der Weihnachtsstollen. Happel oder Lorand? Beide Trainer, von denen was ich sehr viel mitgenommen habe, aber natürlich muss ich da schon sagen, dass Ernst Happel natürlich, durch das, dass er der erste Trainer war, sage ich, wo ich gemerkt habe, was Profitum heißt, natürlich muss ich dann sagen, Happel. Obwohl ich das natürlich auch Werner Lorenz sehr schätze. Ich glaube, die ist einfach Kaffee oder Tee? Tee, eindeutig Tee. Also Sie sind wirklich auch Teeliebhaber, das auch schon viele Jahre jetzt, oder? Das ist ja mittlerweile schon Kult bei den Pressekonferenzen, dass Sie sich immer einen Tee dort gönnen. Es hat auch mit meiner Kindheit zu tun, durch das, dass ich nicht unbedingt in einer Familie aufgewachsen ist, wo man sich sehr viel leisten haben können, war Tee eigentlich das Getränk, was für uns am billigsten und einfachsten war. Weil, so wie es halt früher war, wir haben den Teebeutel nicht nur einmal verwendet, ich glaube, der ist bis zum St. Nimmerleinstag haben wir den verwendet und immer wieder eingetaucht. Vielleicht hat sich doch das da gegeben. Obwohl, im Kaffee hat mir eigentlich nicht geschmeckt. Also ich habe das auch als Jugendlich oder als Kind eigentlich nie getrunken oder Milch. Ganz, ganz selten, dass ich Milch getrunken habe. Es war einfach durch das, dass ich einen Tee immer selber habe machen können. Ja, wieder eine Spezialität von mir. Und dadurch halt diesen Teebeutel halt immer wieder eingetaucht habe. Also wir haben auch die Teebeutel, auch mein Vater, wir haben immer die Teebeutel aufgehoben. Eben, um danach einmal was Geschmackliches zu haben, und dadurch hat sich das so entwickelt. Und wie ich dann einmal in Shanghai war, gibt es so ein kleines Erlebnis, wo ich dann so vor einem Stand gestanden bin und habe so enorm viel Tee gesehen, und dann habe ich den Dolmetscher gefragt, ich möchte gerne so einen grünen Tee. Dann hat mir der auch gelacht und hat gesagt, das ist alles grüner Tee. Da waren ungefähr so über 100 Teesorten, und der sagt, das ist alles grüner Tee. Und in Wirklichkeit, bei uns kennt man ja nur, jetzt sage ich, einen schwarzen Tee, und das hat sich erst jetzt mit der Zeit dann entwickelt, dass es ja doch so andere Teesorten in dem Sinn hochwertige gibt. Und ja, beim Tee, den trinke ich einfach sehr, sehr gern, und wie gesagt, auch bei der Pressekonferenz wieder da getrunken. Sachertorte oder Stollen? Weder noch. Ich bin kein Süßer. Ich meine, ich bin schon süß, muss man wirklich sagen. Aber ich bin nicht von denen. Obwohl ich aus Wiener bin, ich tue nicht gerne Milchspeisen essen. Also ich war nie so Milchspeisen. Ich bin nicht der Andi Herzog, hat sich 7 Sachertorten rein. Der hat natürlich immer mit seinem Schlager was dazu. Aber ganz selten. Also ich habe zwar als Briefträger zugestellt bei der Firma AIDA. AIDA ist eine der größten Konditoreien in Wien. Und dort habe ich mir immer die Cremeschnitten und alles holen können. Das habe ich immer mitgekriegt als Postler. Die habe ich gern gegessen, aber das hat sich irgendwie dann so verflacht. Also wie gesagt, also, ich bin nicht unbedingt so ein Milchspeisesser. Einmannsturm oder Zweimannsturm? Zweimannsturm. Also
ich bin eher immer derjenige, der was mit zwei Stürmern oder Zweimannsturm spielt, aus dem einfachen Grund, es ist heute schwer, allein sich vorn durchzusetzen. Anders gesagt, wenn du natürlich aber vier Spieler dahinter hast, die was selber gerne in den Angriff kommen, tust du mit einem Stürmer auch leichter. Man muss das einfach von der Situation sagen, was gibt die Mannschaft vom Charakter her. Nun bleiben wir gleich beim Fußball. Tiki-Taka oder Kick-and-Rush? Na, also schon. Vielleicht ist im Mittelding finden. Weder Kick-and-Rush ist mein Stil noch Tiki-Taka, sondern weil ich habe jetzt einmal einen Trainerkollegen gehört vor längerer Zeit einmal in Wien, der was gesagt hat, vor Jahren war noch Arsenal sein Lieblingsdings, wie er spielen will, und jetzt war vor zwei Jahren Barcelona mit den Augen. Ja, meine Mannschaft muss so spielen wie Barcelona. Die waren aber in der dritten Liga, dieser Club. Und ich kann nicht von einem Drittliga-Club verlangen, dass der zehnmal den Ball in der Mannschaft hält, dass er nach vorn kommt. Ja, ich kann schon zehnmal hin und her spielen, aber hinten am 16er. Darum sage ich, für mich ist ich habe das noch immer in Erinnerung, wie unter Ernst Happel, sage ich einmal, trainiert worden ist. Schnörkellos, schnell nach vorne. Ich wundere mich auch oder kann oft sehr schmunzeln über gewisse Aussagen in den letzten Jahren, was von gewissen Trainern gesagt wurde. In den und den Sekunden muss der Angriff zu Ende geführt sein. Das haben wir schon 1986 bei FC Swarovski Tirol trainiert und der Happel, dass wir in einer gewissen Zeit abschließen haben müssen. Da hat es genug Spielformen gegeben, wo Zeitvorgabe waren. Und jetzt ist das halt modern oder das ist neu. Aber wie gesagt, das haben wir schon heute, muss ich sagen, vor 25 Jahren schon gespielt, 26 Jahre. Falco oder Reinhard Fendrich? Falco, eindeutig. Falco ist natürlich ein Mann, der extrem herausgestochen ist. Nicht nur mit der Musik, sondern auch als Typ Mensch, wenn man den ein bisschen so kennt hat. Und er war auch ein bisschen als ein Fußballbegeisterter. Hat natürlich aber eine schwierige Position gehabt. Und beim Reinhard Fendrich ist natürlich ist von der Melodie her und von den Songs her natürlich immer schön, weil da kann man immer schön mitsingen und trifft auch schön. Aber natürlich, Falco ist natürlich schon einzigartig. Singen Sie mit? Bei gewissen Liedern, Singer, ich darf mich nicht Singer nennen, ich muss mehr grölen. Also Singer kann ich sicher nicht. Also ich habe immer, bei uns, ich kann mich noch auf meine Zeugnisse erinnern, bei mir ist immer ein Vierer gestanden, also knapp von Fünfer. Bei Singer, ich bin kein Talent, also aber ich tue halt, ich probiere halt so wie. Also ich nehme das so, wie es beim Bundesheer bei uns so geheißen hat, Hauptsache laut nicht. Vettel oder Lauda? Na, schon Lauda. Denke mal, jetzt nicht wegen, aber Landsmann, man muss schon Patriot bleiben. Und ich denke mal, auch wenn die Technologie heute in einem Formel-1-Auto hochwertig ist, ich glaube auch schon, dass zu Lauda-Zeiten Formel-1-Auto fahren schwieriger zum Fahren. Ich denke nur allein, wenn man an das Schalten denkt. Und heute gibt es kein Schalten mehr in dem Sinn, so wie die Lauda und Co. gefahren sind. Kupplung treten und. Also da hat schon enorme Fitness auch dazu gehört. Und es war vielleicht dann am Lenkrad nicht so viel Technik, sondern da war ich, glaube ich, nur ein Knopf. Aber trotz allem, wenn man schaut, zu Lauderzeiten, wie viele Unfälle das da waren und wie tödliche, unter anderem auch ein Österreicher, Ratzenberger damals, am nächsten Tag, da stößt sich der Senna. Dass diese Autos natürlich viel sicherer geworden ist. Und dadurch, glaube ich, ist auch vielleicht auch dieses 1-2% mehr Risiko da, weil du weißt, du blast mit 300 in eine Mauer rein und es wird nicht allzu viel passieren. Ich wünsche aber keinen, aber trotz allem sind das aber Sportler, die was natürlich auf einem sehr hohen Level sind. Mit denen kann man gar nicht sie vergleichen, weil die doch irgendwo immer ein gewisses Risiko am Buckel haben. Aber wie gesagt, irgendwo muss man laudern. Man darf nicht vergessen, laudern nach diesem schweren Unfall, wo er eigentlich schon tot war, wo er selber sagt, im Spital, dass ich aufgeben, dann auf einmal noch ein Weltmeister wird. Nicht? Und das ist natürlich schon, da muss man natürlich über Sebastian stellen, obwohl das der natürlich auch mit jungen Jahren zeigt, wie es geht. Schön, dass Sie da waren. Ich glaube, für die 2 Monate gibt es jetzt ein Ziel und eine Richtung, alle zusammen, auch mit dem 12. Mann, der ja in Dresden wirklich herausragend ist, zusammen für den Klassenhalt, oder?
Ja, den 12. Mann muss man einfach herausstreichen. Also ich muss immer wieder sagen, diese Fans hier bei Dynamo, die stehen hinter diesem Verein wie eine Wand. Da kann man nur Kompliment machen. Und wie gesagt, alles andere rundherum muss auch oder sollte auch mithelfen. Ich bin hier angetreten mit einem ganz klaren Ziel und dieses Ziel möchte ich auch erreichen. Und damit können wir alle miteinander dann gut leben, wenn wir das erreichen. Hoffentlich am 19. Mai um 15.15 Uhr gibt es Grund zur Freude in Dresden. Mir wäre es schon lieber, wenn es schon früher passiert. Wir hätten nichts dagegen. Dankeschön. Bitte.